Eine Frage, die mich schon länger beschäftigt, ist in Bezug auf die katholische Kirche, dass die Katholiken behaupten, sie haben die volle Wahrheit und andere Christen haben andere Teilwahrheiten, aber der Katholizismus hat die volle Wahrheit. Und ich frage mich, warum soll das so sein und warum sind die Katholiken so dankbar dafür? Also inwiefern geht es ihnen besser als anderen Christen? Weil andere Christen leben ihren Glauben auch sehr, sehr intensiv und schöpfen viel Kraft daraus. Und warum sind die Katholiken so dankbar für die Sakramente, wenn es anderen Christen auch gut geht?